Ja, hallo, jetzt Christian Schemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Das ist mein Videoblog rund um die Themen der Beziehung und Liebe, meine Arbeit und hervorragende Kurse findest du auf liebeschip.de, Bindungsangst, Verlustangst, Liebeskummer, nice, geiles Leben und so weiter. Und Gruß geht auch mal raus an die vielen Podcast-Hörer, das habe ich irgendwie gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Also ihr könnt die meisten meiner Videos auch als Podcast hören auf diversen, den gängigen Plattformen, also mindestens auf Apple Podcasts, Spotify. Und habe neulich mal geguckt, das wächst noch deutlich schneller scheinbar als der YouTube-Kanal und gucken jetzt auch, habe ich jetzt auch jeden Monat 70.000 Abrufe oder so. Sehr geil, vielen Dank dafür. Und genau, genau, heute geht es um das Thema nette Männer, habe ich irgendwie keine Chemie mit, ne? Hallo Christian, fehlende Chemie, immer noch aktiver Liebeschip oder zu viel nachdenken? Lieber Christian, ich bin mir unsicher, habe manchmal das Gefühl, dass ich die Leichtigkeit beim Daten, die ich vielleicht in meinem naiven Pluspol hatte, verloren habe. Also dreht sich um eine Frau, eine Zuschauerin. Ich bin in den 30ern und date, komme aus der co-abhängigen Seite, habe meine minus- und bindungsängstliche Seite auch gesehen, gefühlt und hoffentlich auch hinter mir gelassen. Ich erlebe gerade beim Dating, dass sich die Qualität der Männer, die mir das Leben präsentiert, verbessert hat. Und an dieser Stelle tausend Dank an dich. Ohne deine Impulse hätte ich niemals meine verkorkste Beziehungsinnenwelt und somit mein Liebeschip durchleuchtet und erkannt. Danke, danke Christian für deine so heilende und wertvolle Arbeit. Auf jeden Fall habe ich jemanden gedatet, der wertvoll ist. Interessanter Charakter, interessante Ansichten und auch jemand, der so wie ich von der co-abhängigen Seite kommt. Also grundsätzlich muss man immer sagen, also, wie soll ich das mal sagen? Also da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Ich kenne das aus der amerikanischen Szene, dass sie das durchaus sagen, teilweise sagen nicht alle, dass so zwei Pluspole, das passt gut, so, weil die kennen das ja, den ganzen Kram. Meine Erfahrung ist allerdings auch, und andere sagen das auch, dass zwei Pluspole auch, ist immer die Frage, wie sehr hat man das schon abgebaut, ne? Aber so zwei Pluspole, die es vielleicht noch nicht so ganz abgebaut haben, dass es auch schnell sehr liebessüchtig wird und einer geht ins Minus, einer geht ins Plus. Und es ist nicht viel gewonnen. Also die Forschung sagt ja, und das finde ich so am nachvollziehbarsten, dass es immer gut ist, wenn einer dabei ist, der bindungssicher ist. Ne? Klar, die muss man suchen wie das Einhorn den Diamanten, aber heutzutage zumindest scheinbar. Und wenn man schon ein bisschen älter ist, also auch älter als 20, sag ich mal, oder klar, wird ja statistisch immer schwieriger, die zu finden. Und aber grundsätzlich ist es so, einer sollte bindungssicher sein. Menschen können ja auch noch bindungssicher werden im Laufe ihres Lebens. Und dann mit dem Pluspol dazu passt das ganz gut so, ne? Also das ist, denke ich, was ich auch so sehe, es gibt auch ein großes Problem, wenn insbesondere Männer zu pluspolig sind, fallen die komplett so aus der Polarität raus. Und das ist ein Problem, nochmal speziell, wenn der Mann im Pluspol ist oder dazu neigt. Und was wollte ich noch sagen? Ganz generell ist es so, das haben viele gar nicht auf dem Zettel, die mal so Bindungsängstler daten, dass sie mit Leuten, die so sehr needy sind, überhaupt gar nicht klarkommen. Ist fast noch schlimmer als Bindungsängstler daten so. Das geht gar nicht, also das kann ich jetzt hier nicht richtig sagen, weil ja häufig auch so eine passive Bindungsangst noch vorliegt, beziehungsweise einfach auch man auch häufig beides hat, ne? Man hat es vielleicht verlustängstig und trotzdem kann man es nicht aushalten, wenn man nicht, wenn einem jemand immer zu nah ist. Das ist manchmal sehr irritierend, das so zu sehen an sich, ne? Dies konnte ich nach seinen Erzählungen schon für mich einordnen, da es viele Parallelen zu meinem Muster gab. Kurz gesagt, klasse Typ. Nun zu meinem Problem. Ich habe keine Anziehung verspürt. Wir haben uns einmal bis jetzt getroffen und das Treffen war schön und harmonisch, aber mir fehlt das Gefühl der Anziehung. Also wenn das gar nicht da ist, ist das, glaube ich, keine gute Idee. So, ne? Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich mich selbst blockiere, da ich nur den Verstand definitiv beim Daten dabei habe, auf rote Flaggen achte und überhaupt mehr achte,
dadurch vielleicht auch viel nachdenke. Vielleicht bin ich auch zu voreilig mit dem, dass ich keine Anziehung verspüre und das kommt noch. Also was man, glaube ich, positiv sagen kann, ist, wenn man so einen verkorksten Liebeschip hat, was wirklich viele haben, ich meine, wir beschreiben immer so viele Leute, es sind so viele Leute auf dem Kanal und dass du musst dich darauf einstellen, dass sich, wenn du gesundere Dating-Situationen kommst, in gesundere Beziehungen kommst, dass sich das ungewohnt anfühlt. Das heißt jetzt aber nicht, dass man den Menschen nicht attraktiv finden sollte. Es ist nur ein, das ist aber was häufig auch erst später in einer Beziehung kommt, so ein irritierendes Gefühl, dass sich das komplett ungewohnt anfühlt. Und man kriegt das gar nicht auf den Zettel, weil man denkt, ja, jetzt habe ich kein Drama, jetzt läuft alles ruhig. Warum fühlt sich das so unvertraut an? Weil, wenn man schwierige bis traumatische Kindheit hatte, ist es tatsächlich eine Red Flag, wenn sich eine Beziehung vertraut anfühlt. Ja, so schlimm ist das, Leute. Und das ist wirklich teilweise, muss man da ganz schön lange an seinem Liebeschip rumprogrammieren und auch länger, als man denkt häufig, bis man wirklich bereit ist, das zuzulassen, dass sich eine Dating-Situation mal komplett anders anfühlt, dramafrei. Man will das, sagt man zwar mal, man will es und dann lehnt man es wieder ab. Das heißt, also das ist korrekt. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen, die man datet, dass sie nicht in einer Polarität sein sollten, dass sie zu needy sein sollten oder dass man die gar nicht attraktiv findet von Anfang an. Das heißt es nicht. Also das sollte schon da sein, dass du sagst, hey, passt, optisch passt, ein Beuteschema, optisch und trotzdem, das ist halt die Kunst und das braucht auch ein bisschen mehr Arbeit häufig, ne? Deswegen zieht euch auch gerne die Kurse rein, die thematisieren das auch alles, dass man wirklich das auseinanderhalten kann, endlich irgendwann mal, dass man sagt, ja, das ist passt optisch in mein Beuteschema, ist aber nicht mein toxisches Drama-Beuteschema, was das Verhalten angeht, ne? Das ist echt eine Kunst. Das ist echt eine Kunst, das ist nicht. Auch wenn man schon längst verstanden hat vom Kopf, müssen wir immer noch gegen unser Gefühl so teilweise andaten. Das ist echt, was jetzt nichts zu tun hat mit schlechtem Bauchgefühl, einfach nur ungewohnt. Und das ist echt tough. Das ist echt schwierig. Ne? Wir haben uns jetzt einmal getroffen, das Treffen war schön und harmonisch, aber mir fehlt das Gefühl der Anziehung. Jetzt bin ich mir unsicher. Ah, nee, das hatte ich ja schon. Vielleicht ist auch mein Liebeschip noch zu aktiv in verspüre Chemie nur bei minus gepolten Männern. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch ein bisschen Arbeit braucht und kann aber auch, das sind so die Punkte, die ich eben aufgezählt habe, kann auch sein, dass er zuplussig ist, kann sein, dass er nicht in der Polarität ist. Ja, ich weiß, das ist schwierig, aber wer hat gesagt, dass das Leben immer leicht ist, ne? Das wäre sehr schade, dass ich mittlerweile für die Minusgepolten Mitgefühl verspüre, aber weiß, dass eine Bindung mit ihnen nicht möglich ist und ihnen viel Kraft für den Selbstfindungsweg wünsche. Ja, den du auch noch gehen darfst, ne? Das ist halt leider alles nicht so einfach, ne? Fällt dir vielleicht noch ein Gedanke ein, den du mir mitgeben kannst, wann ich zwischen Blockaden und fehlender Chemie unterscheiden kann? Ja, also wie gesagt, du sollst die Person attraktiv finden, aber es sollte nicht dieses crazy, das ist der richtigste Mann, den ich je getroffen habe, date ich gerade oder habe ich mir gerade eine Line Koks reingezogen? Das sollte es nicht sein. Das ist schlechte Chemie. Aber sollte schon sagen, hey, finde ich hot, schauen wir mal weiter. Ja, das ist es wirklich, gerade wenn man nettere Menschen datet, ist es umso wichtiger. Es ist paradox, aber dass man sie attraktiv findet. Ja, sonst kommt man darüber nicht weg, ne? Dieses unvertraute Gefühl. Während des Schreibens merke ich, dass ich die Frage nach Chemie eigentlich gar keine Frage sein sollte, denn man spürt, ob man Anziehung zu einem Mann hat. Genau, also gut, hast du schon gut selbst beantwortet. Das ist eine Sache, die eigentlich noch unterhalb des Liebeschips liegt. Man vermischt das nur häufig miteinander. Ne? Aber irgendwie scheine ich mir da selbst nicht mehr zu vertrauen und hoffe, dass sich das auch wieder einpendelt. Ja, aber mit dem passt das, glaube ich, nicht, ist so mein Gefühl. Aber kannst du ja nochmal probieren. Aber wenn es so auf dem ersten Date schon gar nicht vibet und du denkst, boah, ich würde lieber die Zeit von A bis Z durchlesen, als den Typen zu daten, das kann es irgendwie auch nicht sein. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse, like mein Video, unterstützt mich auch gern, wenn ihr sagt, Christian haut immer so geilen, kostenlosen Content raus mit diesem Thanks-Button oder einer Kanalmitgliedschaft, das haben auch wieder so ein paar gemacht. Vielen Dank dafür, Gruß geht euch raus und wir sehen uns bald wieder.